Barakallahu fikum, sagt Allah, der Bruder sagt, darf man bei Krematorium arbeiten als Muslim? Das bedeutet, dass man die Verstorbenen verbrennen lässt oder in Ofen tut. Nein, man darf solche Arbeiten nicht machen, weil wir Muslime nicht dürfen, jemanden zu bestrafen mit Feuer. Und weil diese Leute verbrannt werden, dann darf man nicht unterstützen, da darf man auch das nicht mitmachen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Darf man Urnen für Verstorbene, für Asche von Verstorbenen, darf man auch arbeiten, verkaufen? Nein, man darf es nicht tun, weil das mit diesem Thema abhängig ist. Wenn die Urne, wenn diese Phase zum Beispiel nicht nur für die Asche benutzt wird, dann könnte man das machen, weil man könnte Blumen oder etwas anderes haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Aber bei sowas nicht. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. So.